So, meine Freunde, was geht? Willkommen zu South Park The Fractured Butthole. Wir spielen jetzt auf jeden Fall Coon and Friends, nicht mehr Stab der Wahrheit. Ich rede noch mit ja denen. Wir können auch was ohne die spielen. Zum Beispiel, keine Ahnung. Meine Eltern haben was gegen Synthetik, also wird das nichts mit einem coolen Heldenkostüm. Oh, hallo. Die Jungs sind in ihrem Spielzimmer im Keller. Okay, danke schön. So, wir gucken jetzt einfach nach ein paar Sachen. Eric und seine Freunde sind so fantasievoll. Kuhnkuchen, Verbrauchgegenstand. Oh, das ist cool. Packung mit City-Rind. So, da komme ich wahrscheinlich noch nicht ran ohne Code. Müssen wir erstmal gucken. Ah, ganz cool, was da Cartman erlebt hat. Ich glaube, wir müssen erstmal den Code finden, glaube ich. Oder ist das... Das ist natürlich Cartmans Zimmer. Who is the Coon? Tokens Life Matters. Ach ja, ist schöne Anspielungen, meine Damen und Herren. Drücke G oder... Ah, okay, ich kann nicht... Ich kann gegen alles schlagen, oder was? Das müssen wir uns immer merken, Alter. Wir können ja immer gegen sowas schlagen. Auch mit der linken Maustaste können wir was machen. Ich glaube, mit der linken Maustaste können wir auch. Ja. Können wir auch. Warum leuchtet das hier? Benutzen. Journal. Cartmans Journal. Ah, okay. Ist das bescheuert, Alter. Ja. Sieht auch ganz cool aus, oder? Würde ich mal. Ist so bescheuert, einfach nur. Ja. Keycodes, fuck you, Mom. Okay. Ah, okay, wir sollten das so suchen. Zugangscode für das Kuhn-Versteck. Wichtiger Gegenstand. Ja, okay, das ist ja super. Okay, wir mussten wirklich den Code finden. Dachte ich mir aber auch schon direkt. Aber bevor wir da weitermachen, gedächtlich war nicht die Kugel. Ich war nicht die Kugel. Ach ja. Das ist echt schön. Das ist witzig. Ich würde es gerne alles sehen, aber... Ach so, eins. Nee, kann ich gar nicht. Zumindest weiß ich noch nicht wie. Ich weiß wirklich nicht, wie man ins Inventar kommt. Da habe ich ja gar keine Ahnung. Kommt man so hier rein oder so? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. So, hier können wir aber was abseilen. Schwierigkeitsgrad. Oh, okay. Ich glaube, ich weiß schon, wie das geht. Okay, das machen wir schon. Okay, Druck aufbauen. Haben wir es geschafft, ja. Nice, das ist gar nicht mal so leicht, wenn man so sagen kann. Schließmuskelfrucht. Wir haben es geschafft, oder? Ja, okay, wir haben es schon geschafft, glaube ich. Deswegen geht da nichts mehr.
So, da waren wir, glaube ich, auch schon drin, ne? Ja. Streicheln. Nice. Ja, dann kommen wir auf jeden Fall. Irgendjemand hat anscheinend Lava vor meine Tür gekippt. Nein, sie ist nicht heiß, aber mein Sohn hat mich gewarnt. Er meinte, Mom, fällst du in den Lavasee, schmuggelst du wie Frikassee. Ja, stimmt. Er hat auch gesagt, Mom, fällst du in den Graben, dann fressen dich die Raben. Woher wissen sie das? Ist das bescheuert? Alter, stimmt, das ist ja Lava, da komme ich ja gar nicht raus. So, dann gehe ich jetzt aber runter. So, kann ich mit dir noch reden? Wahrscheinlich nicht. Ich gehe jetzt runter, so, benutzen. So, wir haben es, ja. Schatz. Genau. Ach so. Na, Reset. So, Fick. Dich. Mom. Perfekt. Vielleicht sollten wir ins Raisins gehen. Die Kellnerin könnten was wissen. Das reicht nicht, Mosquito. Wir müssen schnell handeln, bevor es die Freedom Pearls tun. $100 Belohnung. Die könnte unser Superhelden-Franchise gut gebrauchen. Die Katze sieht ziemlich alt aus. Vielleicht liegt sie ja tot im Straßengraben. Jungenkeit, muss ich dich daran erinnern, dass die Freedom Pearls schon 100 Follower auf Instagram haben? Wir haben 6. Uns 5 und Billy Turner, und der hat rote Haare. Wir brauchen einfach mehr Follower. Aber wo sollen wir suchen? Die Katze könnte überall sein. Wir müssen uns aufteilen. Mosquito, schwirr los und such die Stadtparts ab. Alles klar. Mosquito schwirrt. Humankind, sieh dich in den Bäumen um. Und du checkst die Gullis, Super Crack. Wusch! Super Crack! Blitzfreak, du flitzt mit deiner übermenschlichen Schnelligkeit zur Bürgermeisterin und sagst ihr, wir sind dran an dem Fall. Keine Sorge, Kuhn. Verlass dich drauf. Blitzfreak wird da sein wie der... Entschuldigung. So. Ansehen. Ja, das ist der Franchise-Plan. Okay. Mysterio und Tupperware wurden alle gestrichen. Und Professor Chaos auch. Ich glaube, das wird man noch erfahren, aber eigentlich... Ich glaube, das war sogar im Trailer schon bekannt. Oder er hat gesagt, in der Saufpack-Folge. Dieses Gerät kann die ganze Milchstraße in die Luft jagen. Alter, fuck. Mom, der Neue will mit dem Würfel der totalen Vernichtung spielen. Teile lieb zu allen deinen Freunden, Eric, und teile fein mit ihnen. Teilen? Das wäre das Ende der Galaxie. Blöde Bitch. Ich hab dir schon gesagt, du kannst nicht mitspielen. Du bist kein Superheld. Du hast kein Kostüm und keine Superkräfte. Okay, du kannst zuschauen, wie wir Superhelden spielen, solange du nicht störst. Mach dich nützlich und hol mir das Stefanesi-Gerät da drüben. Hast du noch nie das Kuhnrad gesehen? Ich habe noch nie jemand so lange nach dem Stefanesi-Gerät suchen sehen. Diese Kostüme sind genau in den Körper des Kuhn angepasst. Dafür bist du viel zu schmächtig. Du findest echt das Stefanesi-Gerät nicht? Superhelden benutzen den Untersuchungsmodus. Wieso sollten wir das Stefanesi-Gerät in der Zelle für Superbösewichte lagern? Ach. Was ist denn das Gerät? Was ist das? Das sind die meistgesuchten Verbrecher der Stadt. Könnte einer von ihnen hinter der Verbrechenswelle stecken? Das ist ein biometrischer Artefaktverbesserer. Ziemlich genau das Gegenteil vom Stefanesi-Gerät. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es das ist. Und wie nehme ich das jetzt?
Oder ist es einfach nur ein Bild? Ich verstehe es jetzt nicht. Ah, okay, das ist das. Stefanisi-Gerät, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Oh, ich hab's. Das hat ja ewig gedauert. Stefanisi-Gerät aktiv. Bip, 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 bip. Du willst also ein Superheld werden, mit den großen Spielen. Ach, na mal sehen, vielleicht könntest du nützlich werden. Setz dich an den Tisch, Saftsack. Was haben wir denn hier über Mosquito? Oh Mann, ist das überhaupt Menschensprache? Nicht da. Das ist Moskitos Platz. Da auch nicht, du Idiot. Okay, um Superheld zu spielen, du brauchst eine Superheldenpersönlichkeit. Dann kannst du deinen Charakterbogen auf Coonstagram ausfüllen. Hast du einen Coonstagram-Account? Oh, du bist noch nicht mal auf Coonstagram. Okay, ich kann ein Profil für dich erstellen. Einfach nicht zu fassen. Als erstes brauchst du eine Klasse in deinem Profil. Also, welche Art Superheld du bist? Speedster. Weil du neu hier bist, stehen erstmal nur drei zur Auswahl. Speedster. Für den Speedster sind die Naturgesetze nicht mehr als Richtlinie. Er kann die Raumzeit krümmen und so der Gerechtigkeit auf die Sprünge helfen. Brutalist. Ist ein Nahkämpfer, der sich auf Verletzungen durch Fäuste spezialisiert hat und Gegner gerne mal fast in ein nahes Erdorbit befördert. Blaster. Schau nicht einfach nur zu, wie die Welt in Flammen aufgeht. Als Blaster kannst du aktiv dazu beitragen. Die starken Kämpfer können auf jede Entfernung austeilen. Bist du aufgeregt? Ich weiß nicht, ob ich jetzt Brutalist nehme oder Blaster. Ich überlege zwischen den beiden. Ich nehme einfach jetzt mal Brutalist. Diese Klasse wählen. Let's go. Wir nehmen Brutalist. Okay, Saftsack, aber jetzt müssen wir herausfinden, welches schlimme Erlebnis dich antreibt. Weißt du, alle Superhelden haben eine ergreifende Geschichte, durch die ihre Kräfte eine Bedeutung erhalten. Gehen wir also in deine Kindheit zurück. Du lagst hellwach in deinem Bett, wie auch so viele andere Nächte, weil du wusstest, dass du anders als der Rest bist. Du bist zum Spiegel gegangen. Ah, okay, jetzt spiele ich die nach, oder was? Du gingst zum Spiegel. Du gingst zum Spiegel. Ich will's erstmal benutzen. Let's go. So, wo ist denn mein Spiegel? Ah, hier. Okay. Kann ich ja noch irgendwas ansehen? Einfach. Okay, geh einfach da drüben. Nein, nicht da. Einfach. Verdammt. Du hast einsam in den Spiegel geschaut. Und da ist es passiert. Ein lautes Geräusch. Du warst dir sicher, dass deine Mutter um Hilfe ruft. Du bist nach draußen. Vor der Schlafzimmertür deiner Eltern standen zwei Einbrecher. Du musstest sie aufhalten, damit sie ihnen nichts antun. Und so hast du zum ersten Mal deine übermenschliche Kraft benutzt. Als Brutalist knacktest du mit den Knöcheln und machtest dich bereit. Deine Antwort war ein gezielter, brutaler Schlag. Zurückgeschlagen drehte sich sein Kopf. Scheiße, bist du ein Superheld oder so? Schwach schlug er zurück. Ah, man kann ausweichen. Als er schon in den Seilen hing, stürzten sich von hinten zwei weitere Schurken. Also wandtest du dich deinen neuen Gegner zu. Du stürztest auf sie zu. Ja, ich will's benutzen. Ah, muss ich das so? Fuck. Du hältst dich für stark, aber du hast keine Chance gegen meine super Drogenabhängigkeit. Der Erste kam zurück und boxte dich. Sie hatten dich da, wo sie dich wollten. Wir haben dich genau da, wo wir dich wollen. Was wirst du jetzt machen, Superheld? Doch sie freuten sich zu früh. Dein Darm entfesselte eine mächtige Dröhnung. Scheiße, wie eklig! Da, ich ertrag's nicht mehr! Ja, einer der Schurken war so angeekelt, dass es ihn buchstäblich erledigte. Nach der Flucht seiner Gefährten kam der größte, hässlichste Eindringling näher.
Er vergrub seine Fäuste in dir. Doch so reizte er nur dein tiefstes Inneres. Was absolut Brutales. Oh, das ist null. Los, benutze die Kraft. Hey, yeah. Oh. Alter, wie cool. Und so hast du sie besiegt. Alles schien in Ordnung, aber dann kamst du zur Tür deiner Eltern. Was du dann sahst, veränderte dein Leben und machte dich dazu, Verbrechen zu bekämpfen. Du kamst zu spät, denn hinter dieser Tür sahst du deinen Dad, deine Mom vögeln. Wow, was für eine Vorgeschichte. Du bekämpfst Verbrechen, weil du den Anblick nicht vergessen kannst. Wie dein Vater, der Mann, dem du vertraut hast, deine Mom fickt. Und das ist das große Trauma deines Lebens. Okay, jetzt bist du bereit für deine erste Mission. Ich will, dass du in die Stadt gehst und so viele Kunstagram-Follower sammelst, wie du kannst. Nur so kann unser Franchise überleben. Kunstagram, Alter. So, kann ich jetzt an meinem Inventar gucken? Oder geht das nicht? Wahrscheinlich noch nicht, aber vielleicht später. Ich weiß es noch nicht. Zumindest habe ich es noch nicht herausgefunden. Okay, Leute, lasst es mich wissen, wenn ihr draußen eine Spur von Scrambles findet. Das ist super duper wichtig. Die Helfer der Bürgermeister haben gesagt, sie hat zu viel zu tun, um sich um eine Katze zu kümmern. Tut mir leid, Kuhn. Sammel Follower, indem du Leute dazu bringst, Selfies mit dir zu machen. Drücke R, um Leute zu finden, mit denen du ein Selfie machen kannst. Okay. Mit Leuten, die ein Kamerasymbol über sich haben, kannst du ein Selfie machen. Um nach einem Selfie zu fragen, geh zu ihnen und drücke Y. Okay. Y. Oh, ein Selfie. Davon habe ich mal gehört. Na dann. Mach ein Foto. Oh, wunderbar. Wir sehen uns dann im Internet. Ist das cool gemacht, Alter. Komplett cool. So, jetzt kann ich hier... Ah, okay. Öffne Kunstagram, um dir deine Selfies anzusehen. Hashtag gelangweilt, Country Kitchen Buffet, Selfie-Kunst hat täglich, folge mir, lol, heiß gesegnet, like YOLO. Mrs. Farnicke ist jetzt ein Follower, nur Personen, die du auf deinen Selfie siehst, werden dir folgen. Drücke Zeit, um dir die Person anzusehen, denen du folgst. Mrs. Farnicke, Kunstagram folgt automatisch deinen Followern. Sammle mehr Follower, um deinen Heldenrang zu erhöhen, okay. So, mit Tab kann ich jederzeit hier gucken. Kostüme. Okay, dann kann ich jetzt auch hier mein Kostüm wahrscheinlich wechseln. Kleidung. Ich habe ja hier jetzt noch Eisenerfinderanzug. Macht das irgendwelche Stats höher? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, Stats gibt es hier nicht. Ich benutze das einfach mal. Charakterbogen. Zeigt deinen Fortschritt auf seinem Superhelden-Abenteuer an. Okay. Verdiene dir Titel, um deinen Charakterbogen weiter auszufüllen. Außerdem erhältst du dafür EP. Und der Kuhn legt deine Belohnung in die Spielzeugkiste in deinem Schlafzimmer. Okay, löse 20 Rätsel. Okay. Interessant. Müssen wir uns erstmal einfinden, auf jeden Fall. Das dauert seine Zeit. So, Kostüme 1. Wo haben wir das denn? Inventar. Genau, Verbrauchsgegenstände, Kuhnkuche. Wir haben hier Missionsgegenstände, wir haben Komponenten. Damit kann man bestimmt irgendwas machen. Ich weiß aber nicht was.
Das müssen wir echt mal gucken, was wir, wie wir das machen können. So, machst du auch ein Selfie? Boah, nice. Machen wir gleich mit denen auch noch ein Selfie. Niemals! Ich mach doch kein Selfie mit dem niemand wie dir! Okay, mit denen können wir später ein Selfie machen. Wahrscheinlich. Wenn wir ein bisschen famer sind, wahrscheinlich. So. Hier ist eine Leiter. Hier können wir irgendwas machen, wahrscheinlich. Garnas Kostüm. Hier an sich kann man das halten. Wir dürften an sich da hochkommen. Ich weiß nicht, ob wir erst später daran kommen oder so. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben keine anderen Fähigkeiten bekommen, oder? Ja, ich glaube nicht. So, du machst aber auch ein Selfie bestimmt, oder? Ah, ist gesperrt. So, Y. Ich mach nur Selfies mit beliebten Leuten. Naja. Ist ein bisschen schlecht, aber ich glaube, mit Butters Eltern könnte man bestimmt ein Selfie machen, oder? Das wäre doch super. Nee, leider nicht. Schade. Aber wir können hier vielleicht was finden. Wahrscheinlich hier. Silberpolitur oder sowas. Frauenarbeit nimmt kein Ende. Gegengift. Wartet mal. Ich überlege gerade, ob ich hier überhaupt irgendwas gucken kann. Hier gibt es auch irgendwelche coolen Sachen bestimmt. Schrott. Ah, da kann ich nicht mal ran. Ja. Ja, ich kann wahrscheinlich da nichts machen. Kostüme. Aha. Brauchen wir jetzt aber nicht. So, ich gucke jetzt mal, ob die ein Selfie macht, aber wahrscheinlich nicht. Nee, leider nicht. Auf Erkundungstour durch unser Haus? Was für ein Spaß. Zum Glück sind unsere Wertsachen sicher in unserem Schlafzimmer. Oh, zu viel gesagt. Ja, okay, dann gehen wir in ihr Schlafzimmer doch rein, oder? So. Ah, hier ist eine Tür. Interessant. Schleimiger Zahnersatz. Stoffballen. Ah. Da brauchen wir wahrscheinlich einen Code. Vielleicht finden wir hier einen Code, ich weiß es nicht. Zumindest ich kann hier nichts machen. Warte mal, da ist doch irgendwas. Was hat denn da geleuchtet? Aber wir kriegen ja auch Geld, wenn man irgendwas hier einsammelt. Also hier leuchtet es doch, oder? Naja. Wir können wahrscheinlich hier nichts machen. So, den einzigen Raum, den wir noch nicht betreten haben, war hier. Ist hier. Da werden wir auf jeden Fall noch was abseilen. Das machen wir auf jeden Fall. Doppelkinn. Nice. Ja, so seilen wir erstmal was ab. Schwierigkeit 2. Toilette des Dodges. So, halten. Okay. Gartenüberraschung. Super. Little Nuggets. Nice. Yeah. Ich bin auf jeden Fall so EP, meine Damen und Herren. Das ist doch cool.
So, aber in den Keller können wir, glaube ich, nicht, oder? Nee. Ich habe einfach den Fernseher ausgemacht. Mann, wir brauchen ein bisschen mehr Selfies. Mit solchen Leuten können wir wahrscheinlich nichts machen. Der König ist wieder da. Servus. Sorry, ich folge nicht jedem in den sozialen Netzwerken. Warum nicht? Da ist ein Handschuh. Ich habe keine Ahnung, was der bringt. Ja, hier müssen wir wahrscheinlich noch ziemlich viele Rätsel lösen. Ich glaube, dieses Rätsel können wir lösen. Ah, hier sind die Chimp-Pokémons, die wir gesammelt haben. Wir können aber auch nicht irgendwie... Wie furze ich denn nochmal? Ah, hier kann ich gar nichts machen, oder was? Oh, das Kind hat sicher Probleme zu Hause. Ich weiß nicht, ob wir erst später danach kommen. Ah, mit dem könnte ich ein Selfie machen. Ich hoffe es mal. Ich hoffe, du nimmst es auch an. Hey, du hast ihn aufgekriegt. Du hast's echt drauf, kleiner Superheld. Ein Selfie? Klar, leg los. Jawoll! Yeah, wir kriegen ein neues Selfie. Yeah, Postbote. Perfekt. Okay, cool. So, mit dir will ich auch ein Selfie. Du bist beliebt genug für ein Selfie. Ah, das ist doch nett, Alter. Matty, zack. Jetzt sind wir wohl Freunde. Jawohl, Bro. Anna, ich will jetzt auch mit dir ein Selfie machen, so. Das sind genug gemeinsame Freunde für ein Selfie. Ja, dankeschön. Perfekt. Kevin Stoley. Ja, da krieg ich doch immer mehr. Sammelst schnell Follower. Weiter so. Ein paar von den Kundfreunden erreiche ich nicht. Schau doch mal nach, was los ist. Okay, dann schauen wir gleich mal nach. Aber ich stuck hier drin. Ich will aber nicht Superhelden spielen. Karte. Okay. Fotodojo. Sprich mit Super Craig in seinem Haus. Wo ist denn der? Ah. Drücke X, um dir eine gewählte Mission auf der Karte anzeigen zu lassen. Hast du eine Mission angenommen, kannst du sie mit F fest auf der Karte markieren. Okay. Du erhältst Benachrichtigung für fest markierte Missionen, wenn ihre Ziele aktualisiert werden. Okay, ich muss, glaube ich, noch ein Ziel festlegen. Human Kai, trifft dich mit Kyle in seinem Haus. Ah, hier. Charakterbogen. Was ist Charakterbogen? Oder muss ich das jetzt machen? Triff dich mit Kyle bei seinem Haus. Na gut. Drücke M gedrückt, um dir die... Aha. Okay, jetzt kann ich mich auch bewegen. Okay, ich dachte schon, das wäre ein Bug oder so. Ich hatte wirklich Angst. So, mit dir kann ich auch ein Selfie machen, oder? Okay, ich schätze, du bist beliebt genug für ein Selfie. Yeah, nice. So, Selfies. Da. Jetzt sind wir wohl Freunde. Ja, sind wir, Bro. So, wo war nochmal Kyle? Ah, da rechts, okay. So, jetzt will ich aber mit dir auch ein Selfie machen. Okay.
Okay, machen wir ein Selfie. So kriege ich doch noch mehr Follower. Cool, jetzt folgen wir einander. Wer macht denn so etwas? Das ist voll gemein. Als ob wir nicht Randy Marsh kein Selfie machen können. Naja gut, wir sehen uns auf jeden Fall trotzdem im nächsten Part hier wieder, meine Damen und Herren. Ziehen wir es durch, ja. Alter, das war ein längerer Part, als ich gedacht habe. Naja gut, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part hier wieder, meine Damen und Herren. Morgens nichts mehr. Tschüss.